kennen die beiden Presseerklärungen sowohl vom Bundesvorstand wie von mir. Ich will nur wenige Worte dazu hinzufügen. Ziel des Verfassungsschutzes ist es offensichtlich, kurzfristig uns bis zu den Wahlen zu schwächen und langfristig die Zerstörung der einzigen Oppositionspartei im Bundestag, die sich gegen die Auflösung des Nationalstaats und die unbegrenzte Einwanderung aus fremden Kulturen stemmt. Der Verfassungsschutz hat eine langfristige Agenda, die von den Parteien vorgegeben wird. Schließlich haben Vertreter von CDU, SPD und Grünen immer wieder die Beobachtung gefordert. Da nichts Belastbares vorliegt, werden nun Verstöße angeblich, wir wissen es ja nicht, gegen Menschenwürde und Demokratieprinzip unterstellt. Also irgendwelche Meinungen von uns werden kritisiert. Der Verfassungsschutz, den gibt es in dieser Form in keinem freien westlichen Land. Aufgabe des Verfassungsschutzes wäre es, einen gewaltsamen Umsturz zu verhindern und nicht den demokratischen Meinungskampf zu unterdrücken. Als ehemaliger DDR-Bürger, der ich auch war, würde ich sagen, horch und guck lässt grüßen. Ich bin persönlich der Meinung, keine Anpassung an den Verfassungsschutz. Wer einen Kutau macht, hat schon verloren. Am Ende wird in der Tat das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden müssen, ob in unserer freiheitlichen Demokratie eine Position, die grundsätzlich Kritik an der Regierungspolitik übt, erlaubt ist oder nicht. Und da bin ich sehr optimistisch. Ich schließe, lachen Sie bitte nicht, mit einer Aussage von Frau Wissler, nicht gerade meine Freundin, aber die Vorsitzende der Linkspartei. Und die hat gesagt, und das nehme ich genauso auf, die Einschätzungen des Verfassungsschutzes sind für mich nicht maßgebend. Wir sehen das als absoluten Skandal an, auch wie hier unseriös Informationen durchgestochen wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz wahrscheinlich oder von Bundesinnenministerien in einem laufenden Prozess, der ja noch ansteht, beziehungsweise der noch verhandelt werden muss, dass hier Informationen bereits durchgestochen wurden. Auch das ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass wir in einem laufenden Verfahren hier im Prinzip schon Vorverurteilungen an die Presse durchgestochen wurden, die wir selbst noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Also können wir uns eigentlich zu den genauen Inhalten komplett noch nicht äußern. Hier hat im Prinzip auch der Staat bzw. das Innenministerium die Gerichte belogen, denn hier gab es klar die Vereinbarung, dass ein Stillhalteabkommen getroffen wird, solange das Verfahren läuft. Das sehen wir hier gefährdet. Hier wurde ganz klar politisch instrumentalisiert, wie wir es auch immer wieder erwähnt haben, gerade im Hinblick vor zwei anstehenden Landtagswahlen und vor der Bundestagswahl. Hier ist der Beweis klar erbracht worden, dass der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert wurde von wahrscheinlich den Ministerien.